Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine mediale Botschaft. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Elvira, ich grüße dich. Du hast diese mediale Botschaft gewünscht und möchtest wissen, wie geht es bei dir beruflich weiter? Du möchtest dich neu orientieren. Diese mediale Botschaft, ich erhalte das. Ich beeinflusse das nicht. Es sind nicht meine Gedanken, sondern ich vermittle das, was ich bekomme. Und ich starte mit dieser Botschaft. Meine Liebe, worüber machst du Gedanken? Was ist dein Blick? Du möchtest etwas gründen mit Begeisterung und es ist dein Platz, dieser Raum, wo du betrittst, ist geheimnisvoll und du wirst damit Glück haben. Jedoch, du bist aufgeregt, hält dich etwas auf. Du hast dich entschlossen, selbstständig zu sein und eine Stelle, das, was dich zurückhält. Du brauchst Klarheit und ich helfe dir. Momentan ist alles unsicher. Viele Menschen verlieren gerade die Arbeit und haben sie keine Ziele mehr. Das ist die Gegenwart und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, eine Tür zum Öffnen. Was du machen kannst, bewahre deine Ruhe und fühle dich großartig. Nächstes Jahr kannst du schon starten und du wirst stolz sein, weil du wirst vieles erreichen und du wirst es auch durchführen. Was du noch machen kannst, gut schlafen. Du bist wundervoll, interessant, klug. Du wirst ein Büro haben, eigenen Schreibtisch. Du wirst mit anderen Menschen sprechen. Ein Praxis. Du kannst es mit jemand auch teilen. Aber bitte nicht gerade. Die Menschen haben anderen Sorgen und sind auch traurig. Eine alte Freundschaft kehrt zurück und ihr werdet neue Ideen haben. Und es gelingt. Kunst ist auch deine Welt und hast geniale Ideen. Du kannst auch gut verkaufen und dann fließt Milch und Honig. Für dich ist es nicht schwer. Du hast momentan sehr viel Arbeit und du bemühst dich auch, dich zu verbessern. Du willst deine Arbeit später verlassen und fühlst du dich befreit. Das ist die Zukunft. Aber momentan hat noch ein Sinn, deine Arbeit zu bewahren. Als Trost kommt die Liebe. Das sind Chancen und es ist schön. Deinen Gefühlen ist voller Liebe. Und dieser Mann ist glücklich mit dir, hilft geschäftlich auch. Aber sei noch geduldig. Aber dann hast du einen Blick und du weißt, was dich erwartet. Liebe Elvira, so war diese mediale Botschaft. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.